Willkommen zu einem neuen Let's Play von True Empire 100. Und das nach sehr langer Zeit. Ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal ein Let's Play gemacht habe. Und dann ausgerechnet mit einem Duelist Let's Play. Und wie man hier unschwer erkennen kann, ist eine neue Erweiterung rausgekommen. Und ich weiß, dass ich bei Duelist nur Let's Plays zeige, wenn gerade eine neue Erweiterung rauskommt. Also, ich glaube, die letzte Erweiterung ist dieses letzte Booster Pack Ancient Bonds, habe ich, glaube ich, übersprungen. Also habe ich nicht gezeigt, aber Ancient Bonds fand ich auch, bei Ancient Bonds fand ich auch nicht so interessant an Booster Packs. Das Problem war, dass Ancient Bonds nicht so viele, sag ich mal, Variationen in die Meta reingebracht hat. Im Sinne von, dass halt, eigentlich hat das sogar die Meta eher festgesetzt, dass Ancient Bonds hat sich darum gedreht, dass es hauptsächlich um zwei der Rassen von Duelist sich gedreht hat. Einmal ein Golem und einmal Arknest. Und das Spiel, die Erweiterung hat so, wie der Name schon sagt, Verbindungen zwischen diesen Rassen erschaffen, dass sie dann halt davon profitieren, wenn die gleiche Art der Rasse beschworen wird. Das Ganze hieß Bond und der Effekt zählte dann immer, wenn eine Kreatur mit der gleichen Rasse, also in dem Fall Golem, beschworen wird, dann wird dieser Effekt jedes Mal ausgelöst. Und obwohl halt diese Kreaturen halt eigentlich untereinander schon Effekte hatten, die miteinander sympathisiert haben, so jetzt einfach mal Golem Allcards. Gerade bei Golems, die sind relativ neutral gewesen bisher immer, und also Golems, also sozusagen die neutrale Fraktion für alle Fraktionen. Und wie man schon gesehen hat, früher war es so gewesen, dass Golems hauptsächlich keine Fähigkeiten hatten, dafür aber sehr hohe Stats, bis auf ein paar wenige Golems, wie beispielsweise Golem Metallurgist, der halt die Kosten von Golems reduziert hat, was halt heißt, dass man diese starken Brocken früher rufen konnte. Golem Vanquisher hat an denen Provoke gegeben, dass sie dann halt alle auch den Effekt hatten, dass der Gegner die angreifen musste. Aber abgesehen davon hatten Golems nicht so die besonderen Fähigkeiten, die waren halt im Grunde genommen so die Allzweck Monster mit hohen Stats, um halt eine große Bedrohung gleich aufs Feld zu rufen. Und der Vorteil von Golems war halt, dadurch, dass sie halt hohe Stats hatten, waren die immun gegenüber Dispel. Dispel ist halt, dass die Fähigkeiten entfernt werden, da die keine Fähigkeiten haben, dass denen absolut nichts aus. Und da sie halt auch schon von Natur aus hohe Stats haben, brauchen sie auch keine Buffs oder so, die der Gegner entfernen könnte. Und in dem Sinne waren die halt so die Alternative / der Konter gegenüber starke Kontrollstarke, starke Dispel-Decks. Und durch Ancient Bonds haben die Golems mehr oder weniger einen höheren Nutzungswert im Sinne von Effekten gekriegt. EMP beispielsweise dispelt alles. Wirklich alles. Sowohl von dem Spieler als auch vom Gegenspieler. Das sind alle Minions, generelle Artefakte etc. wird alles komplett gelöscht. Im Grunde genommen ist EMP gut, um wenn der Gegner halt einen sehr großen Vorteil hat, um halt sofort alles auf Null zu setzen. Dadurch, dass halt die Golems, der Vorteil der Golems ist ja, dass sie sehr hohe Stats haben, zu einem vergleichsweise geringen Kosten. Tribone Golem zum Beispiel hat kostet nur 7 Mana, hat aber schon 10 Stats. Das macht ihn besonders stark. Und EMP, selbst EMP, der halt
genauso viel kostet, hat immer noch mit 99 CAO-Stats. Das heißt, nachdem der Effekt gespielt wurde, hat eher der Gegner Probleme als man selbst. Es gibt kaum Karten, die genauso hohe Stats haben wie ich. Glaube, es gibt nicht mal Karten, die so hohe Stats haben. Muss ich mal gucken. Also von Natur aus ohne Buffs natürlich. Mit Buffs logischerweise schon. Aber ohne Buffs meines Wissens. Moment. Jetzt bin ich eins zu weit gegangen. Hier. Blood Tower. Wieso hat er jetzt das Bild von... Das ist gerade ein Fehler. Also Blood Tower hat noch, hat mehr oder weniger die höchsten Basis-Stats, aber dem seine Fähigkeit halt ist, also er kostet halt auch 25 Mana und ist deswegen unmöglich zu spielen, außer wenn man halt sehr wenig Mana hat. Man muss schon HP hat. Man muss schon mindestens 9 HP haben, dass der überhaupt spielbar ist. Und zu dem Zeitpunkt rettet der wahrscheinlich das Spiel auch nicht mehr. Ich meine, er hat Provoke, aber es geht halt jetzt nur um die puren Stats. Ansonsten, Chimera hat mit 5, 12 noch sehr viele HP, ist also sehr tankig, aber sein Vorteil ist halt nicht diese Tankigkeit, sondern die Fähigkeit, dass er halt, die halt damit zusammenspielt, dass er jedes Mal einen Token in den spielt. Whistling Blade hat sehr viele HP, ist sehr tankig, aber auch das gleiche, dass er halt auf die Fähigkeit da angewiesen ist, dass Gegner ihn angreifen. Pandora hat sehr viel HP, aber bei ihm ist halt auch die Fähigkeit. Ansonsten, Dagona, eine der neuen Karten, ist recht hoch von den Stats her, aber für 8, 8, 8 ist es relativ nicht so gut. Und den 7, 7 ist genauso, aber es ist halt so der Mittelweg. Aber beispielsweise Paro ist zum Beispiel auch ohne seine Fähigkeit, gut, eigentlich ist die Fähigkeit der Opening Gambit, deswegen ist er halt auch so gut. Es ist so eine Glass Cannon. Hat sehr wenig HP und stirbt sehr schnell, aber mit seinen 12 Angriffspunkten ist, haut er halt ordentlich zu. Aber abgesehen davon, für 7 Kosten, der Ember Worm, ich glaube, der ist neu. Ich bin jetzt gerade nicht sicher. Dieses Problem, das hasse ich total bei Duelist, dass halt zu welcher Erweiterung das die gehören, dass das nicht dran steht an den Karten selbst. Währung, also der Ember Worm hat sehr hohe Stats noch. Impigolum, aber Tribon Golem ist definitiv Top-Rang. Mit 10-10. Für den Preis. Okay, aber jetzt zurück zu den Golems. Also da durch also Moment. Golem. Wie man hier sieht, haben halt viele der Fraktionen hier jetzt, also die Hälfte der Fraktion hat jetzt Golems gekriegt. Lyanna hat halt eigene Golems gekriegt, die verschiedene Effekte haben. Sol Pontiff ist eigentlich recht gut mit seiner Fähigkeit. Peacekeeper ist halt, die Stats nicht so gut, aber der hat im Grunde genommen so einmal alles. Also Airdrop, Force Field, Frenzy, Broke, Celebrity. Das ist so. Das ist eigentlich eine recht langweilige Karte, wenn man es genau bedenkt, weil einfach die Entwickler sich gedacht haben, okay, packen wir eine Karte, die halt nicht so hohe Stats hat, aber trotzdem viel kostet und dafür halt jede einzelne Fähigkeit hat, die es gibt. Aber Warblade ist beispielsweise gut, weil jedes Mal, wenn du einen weiteren Golem spielst, kriegen alle, und zwar nicht nur Golems, sondern auch andere Kreaturen, plus 1, plus 1. Und für 2 Kosten hat er auch noch sehr gute Stats. Guck, Sol Pontiff, der die gleichen Stats hat, kostet schon 3. So, Druin hat ein paar Golems doch gekriegt. Dreamshaper hat halt einen Bond. Wenn du jedes Mal, wenn du einen Golem spielst, kriegst du halt, das halt 2 Karten ziehen, was sehr gut ist. Das ist eine sehr gute Ziehmechanik. Weil, wenn man halt einen Golem-Deck spielt, spielt man logischerweise ständig Golems, sondern ich habe dann ständig neue Karten nach oder brauche halt so gut wie keine anderen Zugkarten. Und bei Kartenspielen ist es halt immer wichtig, dass man eine volle Hand hat und bei Duelist sogar noch mehr als bei anderen Kartenspielen. Windstriker ist recht okay. Im Grunde genommen ersetzt der halt Staff of Ikea, was halt für
Ich meine, er ist halt eine mystische Karte, deswegen ist er halt auch recht selten. Aber abgesehen davon, ersetzt er halt den Staff of Ikir. Einfach dadurch, dass er, wenn er gespielt wird, sofort kriegst du den Staff. Dann brauchst du halt nicht nochmal zusätzlich den Staff reinzutun. Das bringt aber auch nur was, wenn du halt ein Golem-Deck spielst, weil für 4 kostet es ja sehr teuer von den Fähigkeiten her. Und nur für den Staff noch zusätzlich, der nur 2 Angriffspunkte für den General gibt. Das ist nicht so gut, aber halt beispielsweise mit Stream Shaper, dann macht Windstriker schon mehr Sinn. Spielst Stream Shaper, spielst Windstriker, hast einen Stab und 2 Karten gezogen. Und dann haben wir noch hier den Sirocco, der, wenn er beschworen wird, ein Skyrock Golem sind. Moment, diese 3-2 trotz, die so lala sind, aber halt, aber die Sache ist halt die, dass er für jeden Golem, den man bereits auf dem Feld hat, das macht. Und das ist halt im Grunde genommen Kreaturen-Spam. Billiger Kreaturen-Spam. Und das ist etwas, was Vitruvian sowieso gut kann. Nur statt halt Iron Dervish spielen sie halt Skyrock Golem, welcher halt einen Angriffspunkt mehr hat. Was nicht so gut ist, aber dafür... Es ist halt ein Golem-Deck. Für ein Golem-Deck ist es halt gut. Ansonsten halt ist Iron Derrish meiner Meinung nach besser, weil Vitruvian so viele Karten hat. Gerade die Obelisks, die Derwische ja verbessern, machen die Karte so gut. Und die Golems profitieren halt von diesen Obelisks nicht. Das heißt, man kann im Grunde genommen alle Obelisks rausschmeißen, wenn man ein Golem-Deck für Vitruvian macht. Magma hat meiner Meinung nach die besten Golems gekriegt. Juggernaut, definitiv. Der Obermacker hier mit 8 Kosten ist er halt sehr teuer, hat aber halt auch sehr viel HP und hat halt die Fähigkeit, dass er jedes Mal 5-5 dazu kriegt. Jede Runde. Und dann ist noch das Gleiche, dass er halt jedes Mal, wenn er Schaden nimmt und da halt viel HP hat von Natur aus schon, plus halt das, was Crow noch drauf gibt, jede Runde, beschwört ein zufälliges Golem-Eck. Und da er selbst Golem ist, kann er theoretisch sogar neue Juggernaut-Eggs erschaffen. Ist halt auch eine legendäre Karte. Ragebinder, Rebirth, typisches System von Magma, dass halt Karten wiedergeboren werden. Und da ist es halt, dass du, wenn jedes Mal, wenn du einen Golem spielst, 3 HP kriegst. Und das ist eine unglaublich starke Kombination mit Juggernaut, weil wenn Juggernaut jedes Mal Golems macht, wenn er verwundet wird, kriegst du halt jedes Mal wieder HP zurück. Und da Magma sehr aggressiv ist, gerade der General sehr aggressiv ist und ständig an der Front selbst mitkämpft, nimmt er auch sehr viel Schaden. Da ist das sehr, sehr gut. Also das ist eine langwierige Heilfunktion für Magma, die das definitiv gebrauchen können. Und Lavalöcher ist halt noch, dass wenn der beschworen wird, ist halt auch ein Grund, dass er sofort einen Gegner angreift, der auf dem benachbarten Feld ist. Es ist im Grunde genommen ein billiger Rush ohne Bewegung. Also es ist eine schwächere Version von Rush ohne Bewegung. Rush ist im Grunde genommen, du beschwörst ein Minion, bewegst ihn, kannst dann sofort angreifen. Während das halt einfach sofort der Angriff ist, um halt... Es ist etwas, was halt Magma sowieso schon macht. Lavalöcher ist halt auch... Bisschen von den Sets her ist er halt sehr gut, weil mit den 9 HP, die er hat, hat er natürlich den Vorteil, dass er auf jeden Fall seinen eigenen Angriff überleben wird. Und für die Kosten 5 für 9 HP ist richtig gut. Macht es auch Sinn, abgesehen davon, aber macht er wirklich auch nur Sinn im Golem-Deck, weil dann kann man die anderen Rush-Karten einfach reinpacken. Und ansonsten gab es jetzt nicht so, Boulder Reacher ist halt noch gut. Jedes Mal, wenn du einen Golem rufst, und das ist die Stärke von dieser Karte, das ist im Grunde genommen eine Core-Karte für Golem-Decks. Oder sagen wir mal so, für neue Golem-Decks. Das jedes Mal, wenn du einen Golem rufst, dass der Gegner erstmal, dass alle Gegner diese Runde nicht kontern können. Was heißt, du richtest Schaden an, aber die können nicht Schaden anrichten. Und da die Golems sowieso schon alle extrem hohe Stats haben, ist das fatal für den Gegner. Und das jedes Mal, wenn man einen neuen Golem spielt.
Weil ich habe die Karte nicht, müsste ich mir Ancient Bonds kaufen, aber ich kann was. Das andere war Arcanist. Arcanist sind im Grunde genommen Karten, die sich hauptsächlich um Zauber drehen. Und wie man hier schon sieht, was machen wir jetzt? Ancient Bonds. Haben natürlich die Fraktionen, die keine Golems gekriegt haben, kriegen natürlich die Arcanist. Also Songhai, Abyssian, Verna. Und das sind halt sowieso die Fraktionen, die mehr auf Zauber beruhen und weniger auf Kreaturen, beziehungsweise ein bisschen beruft eigentlich auch, beruht sich eigentlich auch sehr auf Kreaturen, aber trotzdem sehr stark Kontrolle. Also im Grunde genommen so Kontrolldecks benutzen Arcanists, weil die halt viel mit Zauber und Kontrolle benutzen, während die Liner, Vitruvian und Magma eher mit starken Kreaturen oder vielen Kreaturen dominieren und deswegen sowas wie Golems brauchen. So, dann gucken wir mal. Von den Arcanists habe ich komischerweise keinen einzigen gekriegt aus der Erweiterung. Sparrowhawk ist sehr interessant, weil er jedes Mal Mist Dragon Seal in auf deine Hand gibt, wenn du einen anderen Arcanisten spielst. Mist Dragon Seal ist im Grunde genommen die Karte, ich spiele nicht sehr viel Songhai, deswegen sieht man das bei mir nicht, aber die Karte macht, dass man eine Kreatur auf ein beliebiges Feld teleportieren kann und ich glaube, sie kriegt noch einen Bonusangriff dazu. Aber auf jeden Fall, der Teleport ist schon allein sehr, sehr gut. Gerade bei Songhai, die sehr viel mit Positionieren und Reichweite zu tun haben. Kindling, jedes Mal, wenn du einen wenn du einen Zauber spielst, kriegen alle Arcanisten bloß einen Angriff. Arcanisten sind sowieso, wie man sieht, Arcanisten sind im Grunde genommen das Gegenteil von den Golems. Schlechte Stats, aber gute Effekte. Das macht Arcanist. Was ich meine, Arcanist heißt im Grunde genommen schon Zauberer. Und hier die legendäre Karte, Kalligrapher, hat Rush. Aber wie man hier schon sieht, 7 und 3, 7, also viel schlechter als der Lavalöcher, der halt zwar nur den Angriff macht, aber höhere Stats hat für geringe Kosten. Der macht halt, wenn er angreift, darfst du dir 3. Ich weiß nicht, ob das jetzt zufällige Zauber sind. Da stehen halt nur 3 Songhai-Zauber in Dual Action. Weil ich nehme mal an, dass das zufällige Zauber vom gesamten Spiel sind und nicht welche halt aus seinem Deck. Weil da auch gerade dabei steht, Add-In-Den-Turn. Also ich glaube trotzdem, dass es zufällige Zauber sind, die nicht aus dem Deck genommen werden, sondern aus dem gesamten Spiel. Und das ist halt, gerade weil er Rush hat, kann man sich sicher sein, dass es, dass der Effekt mindestens einmal stattfindet. So. Komisch, ich dachte, ich hätte diese Karte. Ich bin so geirrt. Nocturne ist eine sehr interessante Karte, weil die im Grunde genommen ein bisschen umgedreht hat. Und Abyssian war immer so eins von zwei Dingen. Entweder Shadow Creep, was halt Kasaya war oder Kasaya war und das andere war halt Wraithling Spam, was halt Lilith Ding war. Aber noch und das hat sich hauptsächlich dadurch ergeben, wie ihre Spezialeffekte waren. Und bei keinem anderen General haben die natürlichen Fähigkeiten des Generals so sehr bestimmt, welche Art von Deck man spielt, wie bei Abyssian. Es ist wirklich halt sehr festgefahren, dass wenn du Kasaya spielst, dass du Shadow Creep Deck spielst und wenn du Lilith spielst du halt ein Wraithling Deck. Und auch wenn man natürlich vorher trotzdem halt als Lilith auch ein Shadow Creep Deck machen konnte, Nocturne hat es erst möglich gemacht, dass man irgendwie so beides kombiniert. Und zwar in jedes Mal, wenn man halt Wraithlings erschafft man Shadow Creep und wenn man Shadow Creep erschafft man darauf sofort, sofern halt nicht eine Einheit darauf steht, ein Wraithling. Und das heißt halt, dass die von beiden Sachen profitieren können, mehr oder weniger. Das ist eine interessante Karte, die ich aber. Ich dachte ehrlich gesagt, ich hätte die. Ach, ich denke, ich weiß, wo ich. Ich hatte die nicht hier, sondern ich hatte die in, wie heißt's? Gauntlet wahrscheinlich mal benutzt. Deswegen dachte ich das. Nightshroud hat Bond und ist im Grunde genommen die Arcanist-Version von, wie heißt so, weiß ich gerade jetzt nicht auswendig.
Deswegen muss ich jetzt nachgucken. Shadow Dancer. Also, Natural, dass die Arcanist-Version von Shadow Dancer, dass der halt jedes Mal, wenn du einen Arcanist spielst, kriegst du halt ein HP, klaust du halt ein HP vom Gegner. Das ist halt die Alternative im Grunde genommen. Da ein bisschen sehr viel mit Lifesteal hat, das ist jetzt schon die dritte Karte, die Lifesteal macht. Und es ist nicht die letzte Karte, die Lifesteal macht. Hat ein bisschen wirklich sehr viel Lifesteal mittlerweile. Also es hat sich so herauskristallisiert, dass ein bisschen sehr starken Lifesteal und Selbstheilungskraft wird. Aber es liegt auch an der Natur von ein bisschen, dass sie sehr Late Game Decks benutzen, obwohl die halt Kreaturen-Spam benutzen. Und hier die legendäre Karte aus dem aus der Erweiterung Defna. Das ist, dass so dann die ganzen Arcanists, die dieses Spiel zerstört wurden, in der Nähe beschwörst. Da muss man sich übrigens bewusst machen, wenn da steht, this game newbie, heißt das neben ihm. Das heißt, es sind maximal 8 Felder, also maximal 8 Arcanisten, die du wieder beschwören kannst. Aber in welchem Match kommt es schon vor, wo man 8 Kreaturen der gleichen Klasse verliert? Sehr unwahrscheinlich. Ich meine, nicht unmöglich, aber gerade bei Abyssien könnte es wahrscheinlich sogar ein bisschen vor eher passieren. Aber Arcanisten sind eher so eine, sag ich mal, spezifische, sehr seltene Klasse, wo man nicht so viel im Deck hat. Wie auch immer. Werner hat Zirkulus. Und das ist im Grunde genommen das ist so eine ähnliche Version von ich weiß nicht, wie dieser heißt, Prismatic Mage Illusionist, keine Ahnung. Zumindest, dass immer wenn du einen Zauber beschwörst, ruft der halt eine Illusion aufs Feld. Und der macht's aber, dass es in deine Hand kommt. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wieso das so interessant sein sollte, aber naja. Das ist allerdings besser. Bond. Das muss man sich bewusst machen. Das ist halt, wenn man einen Zauber macht. Das ist Bond. Das ist jedes Mal, wenn ich einen Arcanist rufe, kriegt man einen 3-3 Howler, Night Howler auf nahes Feld. Das ist schon sehr gut. Ghost Seraphim. Und das ist halt so. Late Game Karte, Game Changer. Jedes Mal, jede Runde, der erste Zauber, den du rufst, kostet 0. Bringt natürlich nur was, wenn man halt wirklich viele Zauber im Deck hat, was man halt als Arcanist sowieso hat. Und, wenn man halt auch starke Zugkarten hat. Kann man gerade die einzige Zauberkarte angucken, die sie haben für das Deck. Also für die Erweiterung. Das ist ein Schaden, ein Minimast, und wenn er stirbt, kriegst du ein Mana Kristall. Ist im Grunde genommen ähnlich wie die Fähigkeit von Kasaya, dass du halt, wenn du einen tötest, Shadow Creep kriegst, hier kriegst du halt ein Mana-Kristall, was halt im Early Game definitiv gut ist, weil du dann halt einen Tempo-Vorteil kriegst, aber im Late Game unnütz ist. Weil bis auf den einen Schadenspunkt bringt es nichts mehr, weil du dann schon alle Kristalle hast. Aber es ist halt ein guter als Early Game Zauber für halt, um beispielsweise die Effekte von Arcanisten auszulösen. Das macht schon Sinn, auch im Late Game teilweise. So neutrale Karten sind logischerweise alle voll mit Arcanisten. Lore Weaver. Der macht im Grunde genommen jedes Mal, wenn du einen Zauber ziehst, kriegst du sofort noch eine Kopie. Was natürlich sehr gut ist für Arcanisten. Trinity Ring hat Flying und Bond. Dass du dann halt Teaching of the Dragon in deine Hand legst, wenn du Arcanist bist. Ich weiß nicht, was Teaching of the Dragon macht, müsste ich mal suchen, ob es eine Karte gibt. Teaching. All Cards. Dann weiß ich nicht, was die Karte macht. Ich habe nämlich den auch nicht, das ist halt eine legendäre Karte. Und daher kann ich natürlich nicht sagen. Steht auch nicht, wenn ich drüber fahre drauf, was das macht. Das ist schlecht.
Das Celebrant ist eine sehr interessante Karte, ist ein Golem, wie man sieht, aber der Effekt ist halt, dass er, wenn man ihn ruft, einen Springtile macht. Im Grunde genommen heißt es halt, man hat einen Springtile, das heißt, man hat einen 2-Kosten-Minion, aber redet halt ein Mana wieder gut geschrieben, das heißt, er kostet an sich 1, wenn man halt mit einer Kreatur, mit dem General drüber läuft, kann definitiv ein Nutzen sein. Und für die Sets ist er okay, nicht besonders gut, aber er ist okay. Und man muss das Springtile beispielsweise nicht sofort verwenden, sondern kann sich das aufheben für die nächste Runde zum Beispiel. Also es ist so ein und das ist so ein Vorbereitungskreatur, dass man den halt beispielsweise Runde 4 beschwört, wo man 4 Kristalle hat und dann ruft man den, hat das Springtile und nächste Runde, wo man 5 Kristalle hat, bewegt sich dann auf das Springtile, hat plötzlich 6 Mana statt 5 und kann dann halt schon gleich eine starke Kreatur rufen. Und hat dann halt einen Tempo-Vorteil. Was haben wir hier? Blue Conjurer, immer wenn ein Zaubermaster fix halt ein Arcanist ist. Also das ist halt so ein Selbsterhaltungstrieb, dass er halt gerade mit Bond ist es sehr wichtig, dass du immer wenn du einen Zauber hast, kriegst du halt einen Arcanisten und bei anderen, wenn du halt einen Zauber spielst, einen Arcanisten spielst, kriegst du halt Zauber, bla. Wir haben hier auch, der ist sehr interessant, den finde ich sehr gut, weil der nicht nur halt mit den Golems und den Arcanisten. Das ist die einzige, wirklich, das ist die einzige richtig gute Karte in diesem gesamten. In dieser gesamten Erweiterung. Feralu. Der macht nämlich, dass Kreaturen von irgendeiner Rasse, egal welcher, plus eins haben. Das heißt, Battle Pets profitieren davon. Golems logischerweise. Arcanists logischerweise. Aber beispielsweise die Dervishes profitieren davon. Die Vespers profitieren davon. Was haben wir noch? Ich weiß nicht, wie die heißen. Achso, die gehören gar nicht zu einer Rasse, okay. Ich dachte, die Silithars gehören auch zu einer eigenen Rasse, aber das tun sie nicht. Ja, okay. Aber auf jeden Fall, die Dervishes profitieren davon und die Vespers profitieren davon. Und ich glaube, wir könnten noch was haben. Nein, die haben keinen Tribe. Na gut, aber auf jeden Fall die Battle Pets und Battle Pets hat halt jeder. Battle Pets, wenn die Battle Pets allein schon plus eins das haben. Die Battle Pets haben sowieso schon mehr Stats als andere Karten, um halt das wettzumachen, dass sie halt dass sie nicht kontrollierbar sind von Hand. Deswegen haben die sowieso schon mehr Stats. Deswegen ist es schon für die sehr gut, aber es ist halt auch für andere Karten sehr gut. Und das ist deswegen die einzige Karte, die ich wirklich zu schätzen weiß, aus der gesamten Erweiterung. Das war jetzt falsch. Wie auch immer. Was haben wir noch? Grimes. Der hat einen interessanten Effekt, weil er sowohl Opening Gambit als auch Dying Wish für seinen Effekt. Das heißt, sowohl wenn er beschworen wird, als auch wenn er stirbt. Ich meine, für seine Kosten ist er auch, hat er sehr, sehr bescheidene Stats. Ich meine, das ist, er hat im Grunde genommen die halben Stats von dem, was sein Mana hergibt. Das ist richtig, richtig mies. Aber wie gesagt, der hat halt den Effekt, der zweimal zum Tragen kommt. Einmal auf jeden Fall, wenn man beschworen wird. Da eigentlich kann halt dispelled werden. Und es ist halt, dass er einen zufälligen Minion von irgendeinem Tribe beschwört. Es kann was Gutes sein, es kann ein Golem sein für ein Golem-Deck oder ein Arcanist für ein Arcanist-Deck, kann aber auch völlig in die Hose gehen. Kann beispielsweise ein Dervish sein, wenn man halt ein Abyssian Deck spielt und ein Abyssian kann mit einem Iron Dervish überhaupt nichts anfangen. Eigentlich kann niemand außer mit Drillen was mit einem Iron Dervish anfangen, außer halt eine 2-2 Opferkreatur zu haben. Und halt wie gesagt EMP. Also das waren so die Karten von Ancient Bones. Alles nicht so interessant. Das sind auch nicht so viele Karten, wie man sieht, aber das ist halt so ein 300 Gold Pack gewesen. Die 300 Gold Packs basieren halt darauf, dass man, wenn man halt eine Karte kriegt, gleich drei von der Karte kriegt. Und deswegen kosten die halt dreimal so viel wie ein normales Pack, aber man kriegt halt schneller sein Set voll, wenn man es halt so verfolgt. Nicht so wie ich, der halt kaum welche gekauft hat. Ich meine, bei Bloodbound habe ich sehr viele gekauft, da habe ich fast alles voll, wie man sieht. Bei Lina fällt mir nur eins, hier fällt mir nur eins. Bei Retrieve fällt mir überraschenderweise sehr, sehr viel.
Ein bisschen fehlt mir nur eins. Magma habe ich alle. Werner fehlt mir 3 und Benedetta fehlt mir noch 2, aber ansonsten. Und, ja. Also die zwei, die hatten aber auch nicht, wie man gesehen hat, nicht so viele Karten. Ich meine, Bloodbond hat noch mehr als Ancient Bonds. Wie man hier sieht. Wenn auch nicht so viele, aber halt eine pro Fraktion mehr. Gut, es sind weniger Neutrals dafür dabei, aber Ancient Bonds hat mehr Neutrals. Also gleicht sich das. Aber Unearthed Prophecy hat definitiv viel, viel, viel mehr Karten. Und es basiert wieder auf dem alten Prinzip der klassischen Packs, so wie das Corset und Chimsa, dass man halt nur 100 bezahlt, aber dafür komplett zufällig ist und halt auch doppelte Karten kriegen kann. Es sind aber halt auch dafür sehr, sehr viele verschiedene Karten und es ist unwahrscheinlicher, dass man doppelte Karten kriegen würde, als halt bei den 30 Karten, die bei Bloodbound und Unearthed Prophecy dabei sind. Und hier sind halt die dreifache Menge an Karten drin. Wie man sieht, ist halt. Und ich finde deswegen auch gerade die Erweiterung wieder interessant, weil sie die Meta wieder komplett neu verändert. Nicht mehr dieses Langweilige, was wir die ganze Zeit hatten. Also ich habe fast immer nur noch die gleichen Decks gesehen. Seine Bloodborne vor allen Dingen. Ancient Bonds hat eigentlich fast gar nichts an der Meta verändert. Es ist immer noch so die gleichen Arten von Decks gewesen. Ich meine, ich sehe immer noch Decks von damals. Ich benutze Decks von damals sogar noch teilweise, aber naja. Naja. Ich zeige einfach mal die Karten, weil das dauert zu lange, wenn ich jetzt hier jede einzelne Karte vorzeigen will, weil es einfach zu viele sind. Deswegen zeige ich einfach mal die Karten, die ich schon habe. Und dann sieht, habe ich alle meine Decks hier erstmal gelöscht, um halt, weil ich lange nicht gespielt habe und daher auch nicht mehr weiß, wie up-to-date die für die Meta waren, habe ich einfach neue Decks angepasst. Entsprechend, was ich, sag ich mal, vorhersehe, was die Meta sein könnte. Deswegen sind die Decks mehr oder weniger auch nicht so gut, obwohl ich bisher recht. Ich sehe leider nicht, wie viele Siege ich bei den Decks auch hatte, glaube ich. Muss ich mal nachher gucken. Ja, bei Lionel habe ich 2 Karten gekriegt, wie man sieht. Und wie man hier sofort sieht, gibt es jetzt neue Terras. Vorher gab es ja nur Shadow Creep und Mana Springtile. Mana Springtile war halt das, was schon auf dem Feld war, plus das, was man durch diesen Golem erzeugen konnte. Und Shadow Creep war halt ein bisschen vorbehalten. Außer man hatte halt Karten, die Gegnerkarten irgendwie kopiert haben, dann ging das auch für, dann konnten halt auch eigene Leute, auch andere Rassen, Shadow Creep kriegen, aber ansonsten war es halt ein bisschen vorbehalten. Und, Hallowed Ground hat halt, ist halt der neue Effekt von, Lyanna. Das spielt sehr stark in die Rolle von Lyanna hinein. Lyanna hat sehr viele tankige Kreaturen, spielt sehr mit, wie ich schon vorhin gesagt habe, Kreaturenkontrolle statt Zauberkontrolle, im Sinne von Kreaturen mit sehr hohen Stats. Die haben so eine klassische Ritter-Paladin, so ein klassisches Ritter-Paladin-Thema. Und wie das halt so passt mit diesem Paladin-Heiligen-Thema, sehr viele Heilkarten, um halt diese Kreaturen mit sehr vielen HP weiter zu unterstützen. Hallowed Ground spielt damit rein. Das ist ein Effekt, der halt ein HP heilt, jedes Mal, wenn du draufstehst. Und das ist sehr gut. Und Sanctify ist halt schon für 1, das ist eine sehr gute Karte, weil einmal, das heißt, es gibt die halt 1-1 und zweitens Hallowed Ground. Das ist eine richtig gute Karte. Purblade Enforce. Also ich denke, diese Karte werde ich sehr oft sehen bei Lyanna Decks. Obwohl ich bisher noch überraschend wenig Lyanna Decks seitdem gesehen habe. Purblade Enforcer. Jedes Mal, wenn der Gegner einen Zauber spielt, das ist sehr wichtig. Das ist im Grunde genommen ein Konter gegenüber Songhai und anderen starken Zauberkontrolldecks, kriegt der 1-1. Und Songhai, die halt sehr stark. Es ist sehr interessant. An sich, das ist was ich interessant finde. Bisher hatten wir immer gesehen, dass Songhai die Meta dominiert hat mit vielen Zaubern. Songhai und ein bisschen eigentlich beide. Und Werner eigentlich auch teilweise. Also diese drei Fraktionen waren immer vorrangig, was die Meta angeht. Und das waren alles drei, die sehr stark auf Zauber basieren. Songhai logischerweise am stärksten. Und dann, ich bin mir nicht sicher, ob ein bisschen oder Werner, aber ich würde mal tippen, dass Werner ein bisschen mehr Zauber hat als ein bisschen. Aber da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Weil Werner spiele ich nicht so oft wie ein bisschen. Und da ein bisschen halt auch so entweder Kreaturen-Spam oder Zauber hat, glaube ich, Werner ist ein bisschen mehr in die Richtung Zauber. Wie auch immer.
Also im Grunde genommen kontern, bei Unearthed Prophecy kontern sehr viele Karten jetzt Zauber, die beschworen werden. Also die haben Effekte, dass jedes Mal, wenn der Gegner einen Zauberspruch anwendet, dass sie dann diesen Spezialeffekt aktivieren. Und gerade sowas wie Songhai, die wirklich Zauber brauchen, die brauchen konstant Zauber. Ohne Zauber sind die sehr aufgeschmissen. Was heißt sehr aufgeschmissen? Die sind aufgeschmissen letzten Endes. Und deswegen sieht man auch einen starken Rückgang an Songhai in der Mitte. Was ich nicht schade finde, ich hasse Songhai so sehr. Die sind die nervigsten. Das ist die nervigste Fraktion, die ich kenne. Und ich spiele Songhai schon nicht gerne, weil ich die schon so sehr hasse. Ich meine, ich habe auch nicht so viele Karten. Lustigerweise habe ich hier sehr viele Karten gekriegt von Songhai. Naja, wie auch immer. Songhai. Godatsu macht halt einen Schaden und darfst eine Karte ziehen. Das ist eine gute Visage-Karte, sprich, du spielst eine Karte, kriegst eine Karte. Ist ideal auch als kleiner Finisher, wenn der Gegner noch gerade ein HP hat auf einer Kreatur. Besser definitiv als die andere Karte, die ich vorher gezeigt habe. Mit 1. Wo so einen Schaden macht, die halt nur im Endgame nützlich ist, die von Banner. Flicker. Das ist halt, dass der General direkt hinter den Gegner gespielt wird. Es gab irgendeine Karte, irgendein Artefakt, das dem General Backstep gibt. Also dafür ist das schon gut. Dass man halt das benutzt und dass man dann sofort Backstep benutzen kann. Das ist vor allen Dingen, hier steht Enemy. Das ist nicht der gegnerische General, sondern es kann der General oder jeder Minion vom General sein. Mind Cage Oni hat eine sehr brutale Animation, wie ich gerade sehe. Das ist eine dieser neuen Karten, die Sentinels. Das ist ein neues Keyword. Sentinel ist halt, dass wenn du den spielst, ja, kosten 3. Und wenn du den spielst, erscheint er als 3-3-3 Kreatur ohne Spezialeffekte. Und er erhält erst seine Fähigkeit, wenn der Gegner irgendwas macht. In dem Fall, wenn er einen Zauber ruft. Dann wird er zu dieser 4-3 Kreatur. Was immer noch nicht so gut ist, aber dann hat er halt einen Spezialeffekt, der noch zum Tragen kommt. In dem Fall jedes Mal, wenn der Gegner einen Zauber ruft. Das ist lustig. Songhai hat eine Karte, die Songhai kontert. Aber logischerweise kann ja Songhai auch gegen Songhai kämpfen, also macht schon Sinn. Wie auch immer. Jedes Mal, wenn der Gegner eine Karte macht, kriegst du halt eine Kopie davon, was sehr im Sinne von Songhai ist, weil die ja sowieso Zauber brauchen. Und wenn du dann halt noch die Zauber vom Gegner zusätzlich zu deinen eigenen kriegst, dann richtig böse. Ich nehme an, das wird für die Songhai-Decks eine Kernkarte sein, eine Core-Karte werden. Wichtig ist bei den Sentinels zu wissen, wenn der Gegner nichts macht und diese Sentinel zerstört, bevor der Effekt zum Tragen kommt, also bevor seine Verwandlung abschließt, verschwindet der Sentinel, ohne halt den Effekt jemals wirken zu können. Also in dem Sinne ist ein bisschen schwer, das auszudrücken, aber es ist nicht so, dass der halt ein versteckter 4-3 ist, sondern er ist, wenn er beschworen wird, tatsächlich ein 3-3. Er macht also nicht 4 Schaden, wenn man ihn angreift, um das halt sozusagen zu enthüllen, was er vielleicht in Wirklichkeit sein könnte, sondern ist tatsächlich eine 3-3-Kreatur ohne das. Und er verwandelt sich dann komplett in eine 4-3-Kreatur. Das heißt, wenn er vorher verletzt worden ist und noch ein HP hatte, hat er dann auch 4-3 wieder. Und zumindest soweit ich das weiß. Hab's noch nicht gesehen, dass einer verletzt worden ist und das überlebt hat. Flame Breath sieht überraschenderweise sehr stark aus wie Flame Wing. Also, wer nicht Flame Wing kennt, das ist so eine basisfliegende Kreaturkarte ohne Fähigkeiten. Der hat komischerweise kein Fliegen, aber der hat dafür die Fähigkeit und das macht auch Sinn, dass er leider kein Fliegen hat. Jedes Mal, wenn er neben einer Kreatur, also jedes Mal, wenn er sich irgendwo hin bewegt, macht er 2 Schaden um alles herum. Das sind Verbündete und Gegner gleichermaßen. Aber das kann man beispielsweise, da halt Songhai sehr mobile Karten hat, ausnutzen. Vetruian spiele ich in letzter Zeit sehr gerne. Und Vetruian hat eine Rückfindung zu den Dervishes gefunden. Zwar nicht zu den Wind-Dervishes, was ja, momentan hatten wir es die ganze Zeit so, dass Artefakt Vetruian im Grunde genommen alles dominiert hat. Also nicht, dass das jetzt halt alles dominiert hat im Sinne von, dass sie alles geschlagen hat, sondern halt alles, was von Vetruian war, war halt Artefakt Vetruian besser.
Und es ist halt auch ein Ding von Metroid, dass sie sehr auf Artefakte aufbauen. Aber jetzt könnten die Dervishes wieder zurückkommen. Und zwar nicht nur die Wind-Dervishes, sondern interessanterweise auch die Iron-Dervishes. Die Wind-Dervishes funktionieren im Grunde genommen so, dass man einen Obelisk spielt, Wind-Dervish, und der verschwindet am Ende des Zuges. Das ist halt eine würdige Rush-Kreatur, die man halt als Opferstein verwenden kann, um Kreaturen zu zerstören, um den General zu Schaden zu fügen. Einfach für alles. Aber die Iron Dervishes, das sind die, die auch die ganze Zeit auf dem Feld bleiben und die halt auch am meisten von Buffs und allem profitieren. Und jetzt kommen die endlich wieder zurück ins Spiel. Erstmal, es gibt einen neuen Obelisk. Eigentlich gibt es sogar zwei neue Obelisk. Den anderen habe ich allerdings nicht, weil der eine legendäre Karte ist. Das zeige ich gleich mal. Aber der Lava Storm Obelisk sieht man sofort, er hat weniger HP als andere Obelisk, außer den Soulburn Obelisk. Aber dafür hat er halt den Effekt, dass er alles in einer Reihe 6 Schaden zu. Das ist im Grunde genommen ein permanenter, wie heißt das, die Fähigkeit noch, Blast. Das ist ein permanenter Blast-Fähigkeit von einem Obelisk. Und zwar jede Runde, am Anfang jeder Runde wird halt in dieser Reihe, in allen Reihen eigentlich, 6 Schaden zugefügt. Und das heißt, dass man den Gegner zwingen kann, seine Kreaturen anders zu positionieren, was sehr interessant ist. Aber mit 4 HP ist er halt leider auch nicht sehr tankig. Und deswegen ist alles gut, was halt dem HP geben könnte, damit er die Fähigkeit länger einsetzen kann. Man sollte logischerweise auch von Dispel schützen, weil er dann unnütz ist, auf doppelter Weise, weil er dann nicht mal mehr Summon Dervish benutzen kann. Aber ja, immer. Das ist eine sehr, sehr starke Karte und vor allen Dingen mit 2 Kosten. Die kosten genauso viel wie der Standard-Golem. Obelisk. Ich sehe jetzt keinen Grund, wieso man jetzt noch den Standard-Obelisk verwenden sollte, weil normalerweise war der Standard-Obelisk halt besser, weil er halt genauso viel gekostet, weil er halt weniger kostet als alle anderen Obelisk. Aber diese Karte kann im Grunde genommen benutzen als Anfangskarte, um halt dem Gegner beispielsweise sofort seinen Mana-Teil zu versperren, weil er sonst 6 Schaden nehmen würde, was massiv ist am Anfang. Wie auch immer. Vitruvian hat ebenfalls ein neues Terrain gekriegt. Exhuming Sand. Jedes Mal, wenn du eine Kreatur, wohlgemerkt eine Kreatur von deiner Action war, das muss man dazu nehmen, als von deiner Hand rufst, beschwörst du einen 2-2 Iron Dervish. Und das ist der Grund, wieso ich meine, dass Iron Dervish jetzt plötzlich mehr ins Spiel kommt, weil du jetzt eine größere Chance hast, ständig neue Iron Dervish zu rufen. Und zwar jedes Mal, wenn du irgendwas von deiner Hand beschwörst, beschwörst du halt das. Und zwar auf jedem einzelnen Feld. Das ist im Grunde genommen ein permanenter Effekt von Grandmaster Varthrax, ich glaube Varthrax, für Vitruvian, der viel leichter und viel billiger zu beschwören kann. Und deswegen spiele ich auch Vitruvian so gerne zur Zeit, weil es im Grunde genommen Grandmaster Varthrax ist in einfach. Und es ist super leicht, damit Gegner zu übermannen. Und man braucht eigentlich nicht viele andere Kreaturen, weil Obelisk zählen als Kreatur und die erlösen den Effekt von Exhuming Sand aus. Fertig. Droplift ist halt weder für Artefakt mit Trüben interessant. Du kannst ein Artefakt vom Gegner klauen und selbst ausrüsten. Das Problem ist, ich weiß jetzt gerade nicht, ob das ein ausgerüstetes Artefakt ist oder eins vom Deck. Wenn es eins vom Deck ist, ist es gut. Wenn nicht, dann ist es scheiße. Selbst wenn es nur ein Mana kostet, weil du musst dann darauf setzen, dass er tatsächlich Artefakte hat, die er dann auch ausrüstet. Und obwohl fast jeder General irgendwie Artefakte hat im Deck, muss es nicht unbedingt heißen, dass er sie halt auch zieht oder spielt. Reassemble ist im Grunde genommen so ein sag ich mal, Recycling-Prozedur für dispelte Obelisk, also um einen Obelisk, der dispelt wurde, wieder zurück auf die Hand zu nehmen und dann halt ohne weitere Kosten sofort wieder zu spielen. Wenn man hier sieht, dass er halt 2 kostet, kann man halt die ganzen Obelisks, die 3 kosten, billiger neu beschwören. Einerseits halt, entweder wenn man halt neu positionieren muss, weil halt der gegnerische General in eine andere Ecke des Spielbretts verschwunden ist, oder aber weil wie gesagt, weil der Obelisk dispelled wurde. Fate Watcher habe ich neu,
jedes Mal, wenn der Gegner gerade zieht, dann kriegt er eine zufällige Fähigkeit. Das ist nicht so gut, ehrlich gesagt, aber also ich glaube nicht, dass der sich durchsetzen wird, der Fate Watcher, auch weil seine Stats nicht besonders gut sind. Es gibt immer noch, ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Muss ich gucken, Corset, Neutral. Irgendwo hier hinten. Moment, da war ich ein bisschen. Ah ne, hier. Craymaster, genau. Craymaster ist einfach besser. Jedes Mal, wenn du eine Kreatur rufst, und das ist sowieso in Mithrilium besser, dann kriegst du eine Fähigkeit. Und Fate Watcher wird sich nicht durchsetzen. Wenn er Dervish hätte. Wenn er Dervish hätte, definitiv, aber so nein. Sandswirl Reader. Das ist auch eine Karte, die ähnlich wie die Islampor funktioniert. Du holst halt einen wieder zurück auf deine Hand. Das heißt, dass du zwar den Dispel-Effekt oder dass du einen Verwundeten halt mehr oder weniger retten kannst. Das ist wirklich sehr interessant, gerade in der, gerade weil Duelist sehr auf Dispel, sag ich mal, gesetzt hat. Ich sehe es jetzt interessanterweise selten, wahrscheinlich gerade wegen solchen Karten, solche, die Kreaturen wieder zurückbouncen können. Aber das ist halt das, dass man halt dispellte Karten, die sonst eigentlich nutzlos waren, wieder retten kann. Und noch mit dem Extra-Effekt Exhuming Sands. Was vor allen Dingen interessant ist, es funktioniert, dieser Bounce-Effekt funktioniert auch auf den Gegner. Also es muss nicht mal ein eigener Minion sein. Das ist nur für eigene. Aber das funktioniert auch bei Gegnern. Deswegen ist auch die hohen Kosten von 5 für die schlechten Sets. Das macht ihn nämlich gleichzeitig zu einer Kontrollkarte, um halt starke Gegner zurückzuschicken, so dass der Gegner halt beispielsweise eine 8-Kosten-Karte sofort nochmal rufen muss und er dann halt erstmal nichts hat, was er anderes spielen könnte. Plus Exhuming Sands, das heißt, ich kann dann halt wieder Iron Dervish beschwören, um beispielsweise diese teure Karte irgendwie zuzusetzen. Ein bisschen hat sehr interessante Karten gekriegt, die haben logischerweise keine Terra-Karten gekriegt, weil sie schon mehr als genug Karten haben, die Shadow Creeper schaffen. Aber sie haben Karten, die davon profitieren. Shocking Tendrils ist meiner Meinung nach die beste Karte in dem Pack. Und zwar, wenn ein Gegner auf Shadow Creep steht, wird er zerstört. Und es ist halt, man darf sich halt den Gegner aussuchen, es ist nicht, dass alle auf Shadow Creep zerstören, aber das ist eine 2-Kosten-Karte, die einen Gegner komplett zerstört. Und auch wenn er halt auf Shadow Creep stehen muss, und viele Gegner werden halt Shadow Creep meiden, gerade wegen Shocking Tendrils jetzt, kann man halt ganz einfach mit Spear of Darkness einen Shadow Creep auf egal welchem Gegner schaffen, für 1 Kosten, und dann direkt Shocking Tendrils, und dann hat man für 3 Kosten einen Gegner zerstört. Und wenn man das mit anderen Karten vergleicht, die wir vorher hatten, wie Dark, wenn ich Dark weiß, Ritual Banishing, was halt genauso viel kostet, aber dafür muss man halt eine Kreatur opfern. Diese Combo hingegen, auch wenn die halt 2 Karten braucht, im Grunde genommen braucht das halt auch 2 Karten, aber diese Combo ist halt da, dafür da, dass ich keine Kreatur brauche. Ich brauche nichts, ich kann den Gegner komplett zerstören und ich darf sogar noch eine Karte nachziehen hinterher. Deswegen ist meiner Meinung nach die beste Karte von Abyssian. Du, was die legendäre Karte ist in diesem, haben die noch eine? Ja, die haben noch einen Artefakt, das Ling ist, aber das ist sag ich mal, die Super Endgame-Karte von denen jetzt. Macht, dass der Gegner nach 3 Runden zerstört wird, aber das ist halt im kompletten Endgame. Da muss man halt wirklich schon ein sehr starkes Kontrolldeck haben, um so lange auszuhalten und dann noch die extra 3 Züge hinterher. Aber es ist definitiv, sieht man es, Karten, die das gespielt werden, aber ich glaube, Grandmaster Vatrax ist viel effektiver als das, weil man ihn bei Runde 8 schon beschwören kann, aber theoretisch sogar noch früher, nicht Runde 8, sondern Mana 8 beschrufen kann und theoretisch noch früher und dann halt jede Runde einen extrem starken Effekt rufen kann und das ist schon sehr krass. Lee Sentinels von Abyssian sind Bound Tormentor und Skull Prophet. Bound Tormentor macht halt, dass du eine Kopie vom Gegner, also wenn der Gegner eine Kreatur beschwört, kriegst du eine Kopie auf deine Hand und sie kostet 2 weniger. Das ist eine sehr interessante Karte, um halt Kreaturen vom Gegner zu klauen. Das sollte man sich logischerweise im Endgame
aufheben, wo der Gegner halt seine 7, 8, 9 Kreaturkarten ruft, um halt das Match zu beenden, und du kriegst es dann halt sogar noch günstiger. Am Anfang ist eher uninteressant, außer du willst halt eine Karte haben, die halt nichts kostet zum Rufen, aber die du halt praktisch gesehen nicht sehr nutzen kannst. Ansonsten ist Brown Tormentor eigentlich eine schlechte Karte, weil schlechte Stats und alles, und es ist halt sehr abhängig davon, was der Gegner spielt. Das ist im Grunde genommen eine billige Variante von Reaper of the Nine Moons. Nur dass es davon abhängig ist, was der Gegner macht, und nicht abhängig davon ist, was man selbst macht. Beziehungsweise was sein Deck ist. Bei Reaper of the Nine Moons hat halt alle Karten vom Deck, und da ist es halt nur, was der Gegner gerade auf der Hand hat und spielen könnte. Sky Prophet ist meiner Meinung nach besser, weil wenn der gegnerische General angreift, wird es ausgelöst, und der gegnerische General hat dann, solange Sky Prophet auf dem Feld ist, minus 1 Angriff. Das ist nicht so gut gegen Magma, weil Magma ja sowieso ständig den General bufft, aber es ist trotzdem gut gegen Generäle, die halt sehr aggressiv vorgehen, also beispielsweise Artefakt-Generäle. Und wie gesagt, beim Magma ist es zumindest gut genug, um halt ihn erstmal ein bisschen zu debuffen und ein bisschen hinzuhalten. Und wir haben hier noch, ich habe keine Ahnung, Xerodorf. Wenn der Gegner einen Zauber beschwört, bezieht übrigens hier sehr gut dieses Muster, dass die Sentinels haben, immer einer mit einem Minion, einem Generalangriff und einem Zauber. Und da ist es jedes Mal, wenn der Gegner einen Zauber ruft, kriegst du einen 4-4-Fiend-Feind auf die Hand. Das ist die gleiche Karte, die man durch Grandmaster Vatrax beschwören kann. Ich weiß nicht, was der kostet, ehrlich gesagt, was dieser 4-4-Fiend kostet. Ich würde mal sagen, entweder 3 oder 4, wahrscheinlich eher 4. Das Problem ist halt auch, dass der Gegner das halt auch ausnutzen kann, um halt die Action Bar zu verstopfen mit Karten, die man momentan nicht braucht. Aber es kann beispielsweise auch gut sein, um halt die Hand wieder aufzufüllen mit Kreaturen. Gerade um Zeit zu schinden, bis man beispielsweise Grandmaster Vatrax spielen kann. Die restlichen Karten sind nicht so interessant von dem Shadowstock ist halt, dass du einen Wraithling hinter jedem Gegner spielen kannst. Es ist definitiv gut, wenn du halt Grandmaster Vatrax hast, dass die Wraithlings dann sofort 5-5 sind. Oder wenn man halt keine Ahnung, Shadow Dance Priest oder wie die hieß, Shadow Dancer benutzt, um halt sehr schnell HP zu klauen. Inkling Search, man beschwört halt einen Wraithling, und du darfst halt, wenn du noch einen Wraithling hast, eine Karte ziehen. Es ist im Grunde genommen die, wie ich gesagt habe, ein bisschen ist sehr stark abgegrenzt zwischen Wraithling und Shadow Creep Decks. Und obwohl halt Wraithling keinen Shadow Creep benutzt, hat jeder, wirklich jedes Abyssian Deck, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt, aber diese Karte, diese einen Kostenkarte, die einen Shadow Creep erschafft und sofort lassen kann nachziehen. Ich müsste nachgucken. Shinsa. Sphere of Darkness, genau. Also jeder hatte dieses Deck, egal ob halt Wraithling oder Shadow Creep, einfach weil die Karte zu gut war. Und das ist im Grunde genommen hier die Wraithling-Variante jetzt davon. Ich glaube nicht, dass die Sphere of Darkness ablösen wird, außer man hat halt wirklich was geplant dafür, aber so gut ist sie nicht. Allein schon, weil die Bedingung da ist, dass man einen anderen Wraithling braucht, um eine Karte zu ziehen. Ist das nicht so gut. Abgesehen davon, es ist halt einfach nur die Variante von einer anderen Karte. So, aus dem Grund habe ich Magma jetzt übersprungen. Catalyst Kill Beast ist, jedes Mal, wenn du einen Zauber spielst, kriegst du einen Schaden zu wollen. Ich weiß nicht genau, was so der Sinn dahinter ist, aber ich schätze mal, durch das neue Terrain von den Magma, kann man halt den Schaden, sag ich mal, wegstecken.
Und dazu kommen wir jetzt zu, nämlich gleich zum nächsten. Die haben nämlich auch ein neues Survival-Game. Man sieht hier gleich die Decks, die auf Kreaturen bauen, haben die neuen Terrars gekriegt. Ich meine, nur Songhai und Vanna haben noch kein Terrar. Und ich kann mir vorstellen, dass die auch sehr bald ein Terrar kriegen werden. Ein eigenes Terrar. Vanna wahrscheinlich irgendwas mit Eis, dass wahrscheinlich Gegner auf dem Eis sich nur noch ein Feld weit bewegen können. Wäre definitiv sehr interessant. Und Songhai habe ich echt keine Ahnung. Vielleicht etwas, das, wenn du draufstehst, Backstep kriegst, aber das würde keinen Sinn machen, weil das würde Backstep irgendwie total nutzlos machen. Beziehungsweise es würde den Sinn von Backstep zerstören. Dass man halt sich hinter den Gegner bewegt und ihn dort halt extrem mobil ist. Während halt bei Songhai so Terrar heißen würde. Aber vielleicht gibt es Ranged. Das ist halt, wenn man ein Terrar hat, dass halt jeder Kreatur, die draufsteht, Ranged gibt. Was aber viel zu mächtig wäre. Also, ich komme mir bei Songhai ehrlich gesagt nichts vorstellen. Wie auch immer. Die haben Primal Flourish und Primal Flourish macht halt, dass wenn eine Kreatur draufsteht, kriegt sie +2, als Crow +2. Das heißt, sie kriegen jede Runde, wo sie draufstehen, Stats. Was gut ist. Und wie gesagt, das gleicht dann halt das wieder aus, dadurch, dass er halt einen Schadenspunkt macht, wird das durch das sofort wieder ausgeglichen. Und hier habe ich noch Blood Rage, das ist eine sehr interessante Karte. Und das ist halt die Combo, die beispielsweise Sinn macht. Du benutzt Kill Beast, um halt sehr viel Schaden zu machen, und dann gibst du einer Kreatur, die sehr stark werden soll, Blood Rage, und für jeden Schaden, der diese Runde, für jeden Schadenspunkt, der halt, für jedes Mal, wenn Schaden zugefügt worden ist, kriegt diese Karte halt +1/+1. Und es stackt dann halt sehr hoch. So, Werner. Habe ich nicht zwei Karten, komm, ich weiß. Crystal Arbeiter. Ist ein Vespir. Das ist ein Vespir Tribe. Funktioniert also in Kombination mit anderen Vespir-Karten. Und die Karte kriegt auf dem Gegnerzug +3 Angriff. Das heißt, jedes Mal, wenn der Gegner dran ist, ist es eine 4-4-Karte, was für zwei Kosten sehr gut ist. Aber bei deinen, jedes Mal bei deinen eigenen Zügen, ist es eine 1-4-Karte, was halt für zwei Mana nicht so gut ist. Ich meine, es ist ausgleichend, aber ein Schadenspunkt ist nie gut. Egal, wie viele HP man hat. Und, deswegen ist es halt wirklich, es ist interessant, weil man verlangt im Grunde genommen, dass der Gegner diese Karte angreift. Was nicht passieren wird, weil sie keinen Provoke hat. Deswegen. Vielleicht ist irgendwas bei Vespir dabei, was die Karte gut macht, oder irgendwas, was dem halt Provoke geben kann. Dann ist sie gut, aber abgesehen davon, ohne Provoke sehe ich den Sinn der Karte nicht. Vesperimide. Das ist eine interessante Karte, weil die für jeden Vespir, den man schon auf dem Feld hat, kriegt dieser Vespir dann noch 2/2 dazu. Was halt heißt, du hast eine Karte, und die wird dann halt weiter gebufft. Vespir haben eine sehr, sehr starke Combo-Fähigkeit. Stärker als irgendeine andere Fraktion miteinander. Ich meine, Golems funktionieren halt gut miteinander, aber nicht so gut wie Vespir. Dieses Vespir dominiert irgendwie alles, was die Kombinationsfreudigkeit angeht. So, kommen wir jetzt zu den neutralen Karten. Habe ich auch nur zwei Karten. Sinister Silhouette kann nicht angegriffen werden. Ist interessant. Weil man dadurch diese Karte, außer wenn der Gegner als Zaubersprache benutzt, kann man diese Karte im Grunde genommen als, wie soll ich sagen, Scout verwenden. Da Duelist ja so funktioniert, dass man Kreaturen nur dort beschwören kann, wo halt andere Kreaturen schon stehen, kann man ihn halt als diesen Außenposten verwenden, dass man ihn halt ruft, da der Gegner ihn aus ohne Zaubersprüche halt zu verwenden nicht zerstören kann. Oder halt, wenn man einen Spell verwendet, ging es natürlich auch. Deswegen kann man ihn halt als Außenposten verwenden, irgendwo abstellen, dass man halt eine, sag ich mal, Feldkontrolle hat, wo man dann Kreaturen beschwören kann, egal wo man selbst steht. Das heißt, man kann sozusagen sich ein Stück vom Feld zurückholen, selbst wenn das Match schlecht verläuft. Oder halt, er ist halt auch gut dadurch, dass er halt nur von Zaubern oder von Dispels erwischt werden kann.
dass der Gegner halt einen Zauber oder ein Dispel verschwenden muss. Oder ein Nutzball kostet oder eine Scheißkarte, es ist relativ egal, wenn der Gegner den vernichtet. Es ist halt Opfermaterial. Welttar. Hat Francie und jedes Mal, wenn der Gegner angreift, hat er halt plus 3 Angriff für den Ende des Zuges, für den Ende des eigenen Zuges wohlgemerkt, weil es würde keinen Sinn machen, wenn der Gegner am Zug ist und der Gegner hat plus 3. Und dann ignoriert der Gegner ihn halt einfach. Aber dadurch, erstmal die Fähigkeit an sich, dadurch, dass das halt kein Limit hat, jedes Mal, wenn der Gegner angreift, gerade gegen so Decks wie Abyssian mit Ruin, die sehr viele Kreaturen beschwören, kann das sehr, sehr, sehr schnell aus der Kontrolle geraten und er kann sehr viele Angriffspunkte kriegen. Und plus er hat Frenzy, das heißt, egal was er angreift, er richtet diesen Schaden an allen in der Gruppe an. Das heißt, er kann irgendwas Schwaches angreifen und richtet dann diesen vollen Schaden an irgendwas Starkem an. Ist definitiv ein Konter gegen Kreaturen-Spammer. Also Retrurian, Abyssian und teilweise Werner und Lina. Lina ist eigentlich kein Kreaturen-Spammer, aber Werner ist teilweise noch ein Kreaturen-Spammer. Das waren so die Karten, die ich habe. Ein paar andere interessante Karten, die ich noch nicht habe, sind Lina. Ah, hier, Alabaster Titan ist eine interessante Karte, weil er einen komplett neuen Spielstil im Grunde genommen versucht zu fördern. Und zwar kein Zauber-Deck. Und wie ich bereits sagte, Lina ist sowieso eine Fraktion, die ich kann nicht sagen, keine Zauber verwendet, aber sie verlassen sich halt eher auf Kreaturen und die Kreaturen haben halt diese Siegelfähigkeit, diese Siegelfähigkeit, die ihnen halt einen Bonus gibt. Im Grunde genommen ist das ihr Zauber. Und der Alabaster-Titan funktioniert halt nur, wenn du halt keine Zauber im Deck hast. Und dann kriegst du halt ein volles Set an Ausrüstung. Und das heißt, das Deck, das man spielen müsste, wäre wirklich ein komplettes Ausrüstungs- und Kreaturendeck. Ich kann mir ehrlich gesagt gerade nicht vorstellen, welche Arten von Decks das funktionieren würden, weil selbst die besten Kreaturendecks brauchen noch Zauber zur Unterstützung, weil man irgendwelche Arten von Dispel, Kontrolle etc. immer braucht. Und auch Lina braucht die. Ich meine, Magma bräuchte sogar noch weniger als Lina eigentlich, weil Lina braucht die ganzen Heilzauber. Aber ich bin mal interessant, vielleicht werde ich das ein oder andere Deck sehen, dass sie diesen Spielstil verwendet. Ich denke eher, es ist kein so Meta-Deck, sondern eher so Fun-Deck für Leute, die halt versuchen, so gegen die Meta zu spielen. Das ist viel interessanter, weil das ist eine 3-3-Feld, das ist ein gigantisches Feld, das sind 9 Felder, wo man alle Minions zerstört für 7 Kosten und dann erschafft man noch Hallowed Ground. Das ist an sich ein, wie man es hier schon sieht, Kaboom. Für 7 Kosten ist es sogar noch relativ günstig für das, was es macht, weil das ist kein Effekt, wo man halt sagen kann, dass das nur in einem bestimmten Bereich ist, also sprich in der Nähe von einer Kreatur, in der Nähe vom General, sondern es ist auf dem gesamten Feld. Man kann komplett das Spiel umdrehen. Natürlich zerstört es auch die eigenen Kreaturen, aber man wird natürlich das Feld setzen, dass man möglichst wenige der eigenen Kreaturen trifft. Also die Karte ist definitiv sehr gut. Songhai, ich bin nicht so ein Fan von Songhai, aber hier ist eine Karte, die ich sehr interessant finde. Sparrow Counter mit nur einem Mana kriegt man eine 8-Schaden-Karte. Und zwar, wenn ein gegnerischer Minion halt angegriffen hat letzte Runde, richtet man halt an diesem Minion 8 Schaden. Also es funktioniert auch nicht auf Generäle, nur auf Minions. Aber es ist beispielsweise gut, um halt teure Minions mit einer billigen Karte auszuschalten, die halt letzte Runde angegriffen hat. Ein Kosten ist extrem niedrig. Das heißt, man kann Die Möglichkeiten, was man dann noch spielen kann, sind endlos.
Das Internet von, also das sind diese Internets von Songhai, die sind, relativ, also ich denke, das ist noch der beste dabei. Das Unbound Energy im Moment finde ich jetzt nicht so gut. Der ist noch sehr gut. Eternity Painter jedes Mal. Wenn, also er am Ende deines Zuges verzaubert er alle Gegner in Pandas. Und Pandas funktionieren halt so, also die haben erstmal 0 Angriffspunkte. Das heißt, sie sind komplett nutzlos für den Gegner. Aber sie haben halt den Vorteil, dass sie nicht angegriffen werden können. Das heißt, der Gegner kann sie im Grunde genommen dafür dann als Barriere nutzen, durch die du nicht durchkommen kannst. Also kann das auch nach hinten losgehen. Aber es ist trotzdem eine massive Removal-Karte. Firestorm Mantra. Meiner Meinung nach ist die Karte nicht so gut, weil erstmal hört sich das gut an. Seal here from the enemy generate equal to twice the number of spell casters drawn. Das heißt, sie wird auf jeden Fall schon mal 2 HP klauen. Aber da die 6 Mana kostet, kann man auch nicht mehr so viele Zaubersprüche für diese Runde spielen. Also so viel Mana wird, so viel HP wird man gar nicht davon kriegen. Bombard ist interessant, weil man ranged alle Range-Kreaturen wieder benutzen kann, und Ranged ist sowieso schon extrem nervig, und wenn er dann nochmal mit Ranged angreifen kannst, das ist ein garantierter Sieg. Vitruvian habe ich die meisten interessanten, aber hier der Trigon Obelisk, das ist der andere Obelisk, den ich gezeigt habe. Und wenn ihr seht, kostet der mehr als alle anderen Obelisk, hat aber auch viel mehr HP, und er beschwört 3 Dervish statt nur einen. Wraith and Wraith ist noch was sehr interessant. Meiner Meinung nach ein bisschen zu stark. Im Grunde genommen, wenn du ihn beschwörst, ist er erstmal nicht gut. Aber in der nächsten Runde zerstört er einfach alle Kreaturen. Und die einzige Möglichkeit, das zu verändern, ist, ihn zu killen, zu dispellen, und das war's. Sonst kann man das nicht verhindern. Und für 4 Kosten ist es absurd gut. Und da er halt auch relativ tankig ist mit 5 HP, wird er wahrscheinlich auch nicht durch Angriffe so schnell zu zerstören sein. Definitiv eine sehr starke Removal-Karte, gerade gegen so Kreaturen-Spammer. Die Karte weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie gut, das ist im Grunde genommen, kann man 3 Kopien von einem gegnerischen Minion beschwören. Die allerdings sofort verschwinden, wenn sie angegriffen werden. Bin ein bisschen müde. Ich denke, das hat schon so seine Vorteile, gerade wenn man Kreaturen kopiert, die halt einen dauerhaften Effekt haben und nicht sowas wie Opening Gambit oder Dying Wish. Aber abgesehen davon weiß ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, da ich die Karte nicht habe. Ob die halt, wenn die selbst angreifen, ob die halt trotzdem noch den Schaden zufügen, bevor sie halt verschwinden. Oder ob sie halt nur sofort verschwinden, wenn sie selbst angegriffen werden. Das hier ist noch eine sehr interessante Karte, die ist ähnlich wie Shocking Tendrils sehr gut, wenn man Shadow Creep hat. Und zwar, dass du halt Shadow Creep im Grunde genommen als Portal nutzt, wo du deine Kreaturen beschwören kannst. Das ist extrem gut. Ich meine, Shadow Creep ist sowieso schon ein Decktyp, der halt im Grunde genommen Positionierung des Gegners komplett kontrolliert. Kontrollierst, wo der Gegner sich hinstellt und wo nicht. Und mit Shadow Creep kannst du dann halt das noch ausnutzen, dass du halt den Gegner dann dadurch überraschst, dass du dort, wo er halt gerade nicht sein wollte, ihn von hinten halt überraschen kannst, dass du ihn praktisch auf die Art umzingeln kannst. Habe ich natürlich nicht, weil es eine sehr seltene Karte ist, logischerweise, aber trotzdem gut. Phantasm.
Das ist eine sehr interessante Karte, die ich zwar nicht selbst aber schon gesehen habe. Und zwar jedes Mal, wenn der Gegner eine Kreatur beschwört, was logischerweise Sinn macht, wenn er halt Kreaturenbeschwörung, Kreaturenspammer hat. Kriegt irgendeine zufällige Kreatur in deiner Hand plus zwei Angriffspunkte. Und das stackt permanent. Und bei Kreaturenspammern ist es. Man sieht hier ganz klar ein Muster, dass die Karten von Unearthed Prophecy bestimmte Decktypen einfach kontern. Decktypen, die Zauber benutzen, Decktypen, die Kreaturen beschwören. Solche Decktypen werden jetzt krass gekontert. Lustigerweise unterstützen diese Karten aber genau diese Decks weiterhin oder fördern die. Shadowstalk finde ich nicht so interessant, weil Summon and Wraithling, aber das habe ich schon erzählt. Das Artefakt ist sehr interessant. Nachdem du halt eine Kreatur angegriffen hast, hast du erstmal die Kontrolle über sie. Und du hast sie halt auch sofort nutzen, sie wird sofort reaktiviert. Aber nur für eine Runde. Man kann es beispielsweise nutzen, um eine Kreatur halt, eine starke Kreatur zu übernehmen und entweder halt gegen den Gegner einzusetzen oder halt, um sie zu opfern mit irgendeiner Karte, die halt eine deiner eigenen Kreaturen opfert. Und dafür ist sie schon sehr gut. Desolator ist meiner Meinung nach sehr gut. Der ist halt von den Stats her extrem miserabel. Oh, der Effekt macht ihn sehr gut. Wenn er beschworen wird, kriegst du erstmal 2 HP vom Gegner geklaut. Wie gesagt, es kristallisiert sich dieser Lifesteal bei Abyssian sehr stark durch. Und der besondere Effekt ist halt, wenn er getötet wird, kommt er wieder zurück auf die Hand. Und das heißt, man kann diesen Effekt permanent benutzen. Und für 4 Kosten ist er halt auch ein bisschen teuer, aber wenn man jede Runde 2 HP klaut, ist es eigentlich egal. Der muss dispelled werden, weil egal wie er stirbt. Der muss einfach gespeilt werden, sonst kommt er immer wieder. Und wie man hier sieht, Nekomata sorgt jetzt dafür, dass man halt Kreaturen mit Dying Wish vom Deck zieht. Was dann halt für ein bisschen wieder diese Dying Wish-Karten zurück nicht vielleicht nicht unbedingt in die Meta bringt, aber zumindest wieder ein bisschen in den Vordergrund. Weil Dying Wish war immer so ein bisschen so etwas, was ein bisschen hatte. Aber was Leute nicht so gerne genutzt haben, weil es einfach andere Karten gab, die viel besser waren. Aber Desolator ist so extrem gut, dass man das vielleicht jetzt wieder öfter benutzen wird. Zeige ich irgendwie doch alle Karten, oder zumindest die wichtigsten Karten der Erweiterung. Dieses Ding hier ist absurd. Dein General kann nicht sterben, egal wie viele HP er hat. Natürlich bringt es nichts, weil das Teil nach 3 Schlägen kaputt geht. Aber man kann es beispielsweise ausnutzen, wenn er in die Ecke gedrängt ist, halt um noch im letzten. Also wenn man beispielsweise normalerweise ist es so, dass man dann halt einen Gleichstand erzielt, aber die Karte kann dann halt dafür sorgen, dass man, wenn man diesen Gleichstand erzielen würde, das in den Sieg umwandelt, weil man halt nicht sterben kann. Sprich, im Sinne von, der General greift den gegnerischen General an, obwohl er schon zu wenig HP hat. Und stirbt halt selbst dabei. Aber durch Eternal Heart würde er halt überleben. Und dadurch würde man halt statt einem Gleichstand einen Sieg erringen. Abgesehen davon ist es meiner Meinung nach eine sehr situationsabhängige Karte, weil nach 3 Schlägen verliert man halt diesen Effekt schon. Das Einzige, wo es halt gut ist, wenn man halt Granger benutzt und von Lyanna den, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Falsches Teil. Was kostet? Das kostet. Doch. Arclight Regalia. Wo du jedes Mal, wenn du Schaden nimmst, da halt 2 Schadenspunkte negierst. Und wenn man halt die Screenshot diese Karte kriegen würde. Aber
Aber das ist das Problem mit Grincher. Je mehr Artefakte rauskommen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man die Karte kriegt, die man unbedingt braucht. Aber mit dieser Karte wäre das definitiv mit Arclight Gaia wäre Eternal Heart sehr gut. Gibt sicherlich noch andere Karten, wo das sehr gut wäre, aber das wäre halt der Punkt, wo man halt sagen kann, scheiß auf mich. Ich bin unsterblich. Terradon ist eine sehr langweilige Karte, hat halt nur sehr viele HP. Und mit zwei Angriffspunkten glaube ich nicht, dass sie gespielt wird. Das sehe ich nicht. Könnte eventuell gespielt werden, weil der Frenzy hat, plus Force Field. Definitiv hat er sicherlich seinen Spielweisen. Primal Ballast ist, es ist lustig, wie Magma halt Karten hat, die immer irgendwie Schaden machen oder sonst was, aber dafür dann halt auch einen Vorteil verpassen. Viele ihrer Kontrollzauber sind im Grunde genommen etwas, was etwas verstärkt, aber gleichzeitig etwas wegnimmt. Das ist, wie Magma funktioniert. Du nimmst was weg, aber gibst dafür wieder Stärke. In dem Fall ist es halt Dispel of Spells, das heißt, dass du halt ein Feld spellst, und wenn ein Minion drauf war, das heißt, wenn du ihm den Effekt wegnimmst, kriegt er aber trotzdem plus zwei Stärke. Es ist weniger gut halt, um eigene Kreaturen zu verstärken und mehr dazu da, um halt gegnerische Effekte loszuwerden, mit dem Nachteil halt, dass man dann dem halt auch mehr Angriffspunkte gibt. Ich sehe in keinster Weise, wie man diese Karte benutzen würde, um halt eigene Kreaturen zu verstärken. Weil Crater Fortitude kostet 1 und gibt genau die gleiche Anzahl als letztes Deswegen. Die einzige Möglichkeit wäre, weil man einen negativen Effekt, der auf einer eigenen Karte ist, loswerden möchte. Und davon gibt es nicht so viele. Ryzen ist sehr interessant. Jedes Mal, wenn dein Gegner eine Kreatur beschwört, kriegst du ein zufälliges. Nein, nicht ein zufälliges, kriegst du ein eigenes Ei. Das heißt, du kannst ihn extrem oft duplizieren. Ich meine, er ist nicht so eine gute Karte an sich, aber dadurch, dass er halt jedes Mal Eier von sich selbst erschafft, das ist schon interessant. Man hat ihn ständig dupliziert, dupliziert, dupliziert. So. Wie gesagt, Primal Flourish, es gibt sehr viele Karten, die Primal Flourish auf irgendeine Art und Weise erschaffen. Das ist eine sehr interessante Karte. Wie man sieht, mit 7 Kosten noch eine Endgame-Karte, auch eine legendäre Karte, deswegen halt Endgame-Karte, Evolutionary Apex. Beide Spiele packen ihre ganzen Kreaturen wieder zurück auf die Hand. Nee, andersrum. Packen alle Kreaturen von ihrer Hand aufs Feld. Das heißt, wenn man halt viele teure Karten auf der Hand gerade hat, ist es ein Vorteil für dich selbst, aber man kann halt auch dadurch riskieren, dass der Gegner seine ganzen starken Kreaturen plötzlich aufs Feld kriegt. Also es ist eine, was Magma halt auch ausmacht, hohes Risiko, hohe Belohnung. Und Magma, und damit ist es jetzt die letzte Fraktion, die noch keinen hatte. Die haben jetzt ihren eigenen Grandmaster gekriegt. Und für die, die es nicht wissen, Grandmaster sind sehr, sehr starke Endgame-Karten, die im Grunde genommen das Spiel komplett kippen. Und die halt, jede Fraktion hat halt jetzt ihre eigenen, bis auf neutral. Aber jede Fraktion hat halt ihren eigenen Grandmaster und die kippen halt das Spiel komplett, wenn es gespielt werden. Und in dem Fall ist es halt eine neue Kreatur mit 7-7, was nicht so gut ist setzen. Aber er kriegt jede Runde plus 7-7, was ja halt in der nächsten Runde schon eine 14-14 Kreatur ist. Plus er hat Force Field, das heißt, der erste Schaden, den er nimmt, ist komplett negiert. Plus er hat Frenzy, das heißt, er greift alle in der Umgebung an. Plus, dein General kriegt genau die gleichen Effekte. Und in dem Falle, wenn der gespielt wird, ist der Gegner am Arsch. Ich meine, Force Field und Frenzy gehen wahrscheinlich verloren. Ebenso Crow geht verloren, wenn er halt stirbt. Aber der Buff,
den du schon gekriegt hast, also dieser Statuswachstum, der bleibt wahrscheinlich. Und ja, alle Grandmasters sind wirklich so Arschlöcher im Grunde genommen. Das sind die Arschlochkarten schlechthin, wenn halt der Gegner die spielt, obwohl du schon halt in der Führung warst, dann weißt du halt, ich kann jetzt nicht mehr gewinnen. Ich meine, natürlich kann man noch gewinnen, aber Grandmaster drehen das Spiel so sehr um, das ist halt, also die kippen halt das Gleichgewicht so sehr in eine Richtung, dass man wirklich schon einen gewaltigen Vorteil haben musste vorher, um das Spiel noch zu gewinnen, wenn ein Grandmaster beschworen wurde. Nicht alles sind so, aber die meisten sind so schlimm. Na, kommen wir zu Venna. Venna, da ich Venna nicht so oft spiele, finde ich nicht so interessante Karten. Aber Venna hat eine sehr gute Sentinel-Karte, und zwar Moonlit Basilisk. Wie man sieht, haben die erstmal die wenigsten Stats. Aber der Effekt macht, dass sie jedes Mal, wenn Zauber beschworen wird, einschließlich der Zauber, der ihn halt verwandelt hat, kriegt er +3/+3. Das heißt, in Wirklichkeit ist er eigentlich eine 5/5-Kreatur. Für 3. Aber halt nur, wenn der Gegner einen Zauber beschwört. Aber das zwingt halt den Gegner zu überlegen, ob er halt einen Zauber spielt oder nicht. Und wenn es halt ein Removal-Zauber ist, dann muss er ihn so auf jeden Fall auf Moonlit Basilisk anwenden. Weil wenn er ihn nicht auf Moonlit Basilisk anwendet, dann wird Moonlit Basilisk sehr, sehr, sehr schnell, sehr stark. Das ist eine sehr interessante Karte, weil Werner hatte schon immer dieses, auf welcher Spielfeldseite stehst du, und es ist momentan so, wenn du im Zentrum stehst, nimmst du halt massiven Schaden, und zwar egal wer. Bei der gefällt mir das Design. Ich mag dieses Wespendesign, dieses simple Wespendesign, wo du halt diesen spitzen Stachel hast, der so davor zeigt. Also egal welches Spiel, ich mag dieses Design einfach. Und da ist es halt, wenn du Infiltrat machst, kriegst du halt Mana. Und das passt halt wieder in Werners Motiv, dass sie halt sehr früh sehr schnell Mana kriegen. Das hat sich irgendwie herauskristallisiert mit der Zeit. Sonst müssen wir auch so. Ah, Luminous Charge ist sehr interessant. Das ist gerade für einen Wall. Werner Spieler interessant. Die Wards haben in diesem Fall nicht sehr viele HP, also nur einen einzigen HP, aber die richten halt 2 Schaden an alle Gegner in der Umgebung. Und zwar nur an Gegner, nicht an eigenen Kreaturen, was halt sehr gut war. Vor allen Dingen dadurch, dass man 5 beschwören kann. Da kann man wirklich sehr viel machen. Und gerade mit Karten, wo man halt eigene Kreaturen auch verletzen kann, kann man das halt irgendwie ausnutzen. Ah, die Karte ist auch ein sehr starker Spiel, ein sehr starker Game Changer in dem Sinne, dass wenn die beschworen wird, kann der General nicht mehr angegriffen werden. Das war's. Außer die wird halt das Feldblatt zerstört. Das ist eine sehr, sehr gute. Macht im Grunde genommen deinen General, außer wenn es halt Zauber sind, die ihn verletzen können, unverwundbar. Unantastbar letzten Endes. Ja, das waren so die interessantesten Karten. Ich meine, Eisblock-Ambush ist definitiv interessant. Oder Flawless Reflection. Definitiv kann es sehr gut werden, wenn es richtig nutzt. Abgesehen davon kommen wir jetzt zu Lutris. Kitsune ist es auch eine sehr langweilige Karte, hat halt keine Fähigkeiten und halt die Sets. Viele HP sind halt leider nicht gut, wenn du nur ein oder zwei Angriffspunkte hast, weil das macht einfach nichts mit. Weil ein Gegner mit, der halt beispielsweise 12 HP hat, braucht dann halt auch 12 Schläge, bis du den besiegen kannst, und 12 Runden. Welches Match dauert denn so lange? Selten dauern Matches wirklich 12 Runden. Deswegen, also, ohne Provoke bringt es nichts.
Die Karte ist halt, du kriegst halt eine starke Kreatur für sehr wenig Mana, aber dafür kriegt der Gegner halt auch zwei Kreaturen. Jetzt gucke ich mal gerade Komodo. Ja, aber das ist nicht das. Das ist halt diesen hier. Komodo Charger ist halt nicht so eine starke Kreatur, der halt sehr leicht getötet werden kann. Aber der Komodo Hunter, ist halt dafür sehr stark, wenn man den kriegt. Ich weiß nicht, was Boulder Roar ist, aber ich nehme an, dass es eine Karte ist, die halt Schaden verursacht, würde ich mal stark vermuten. Da gibt es vielleicht die Karte sogar Boulder. Und guck ich mal. All Cards. Nope. Okay. Wir haben einen neuen Golem gekriegt. Und das ist eine richtige Class-Cannon, wie man sieht. Mit 10, 3 ist er. Ich meine, er hat sehr hohe Stats und für 4 Kosten. Es gibt eigentlich keine Kreatur, die ihn überleben wird. Aber alles kann ihn zerstören. Ich meine, ein Phoenix Blast. Was eine Core-Karte in jedem Song-High-Deck ist, kann ihn killen. Es gibt nichts, was ihn nicht killen kann. Razor Crack Golem ist wirklich nur gut, wenn du ihn halt für die erste Runde, wo er sich nicht bewegen kann, beschützen kannst. Dann ist er gut, weil du halt irgendwo ihn hinbewegen kannst, wo du ein Ziel zerstören kannst und das auf jeden Fall zerstören kannst. Selbst Endgame-Karten können noch von ihm zerstört werden. Oder man hat halt irgendeine Karte, die ihn reaktivieren kann, aber ich wüsste gerade jetzt keine, die das könnte. Bloodsworn Gambler ist interessant, weil er hat Ranged und jedes Mal, wenn er angreift, hat er die Möglichkeit, einen anderen Gegner noch anzugreifen. Ich weiß nicht, ob das halt stackt. Das heißt, wenn du halt angreifst, das erste Mal und du hast halt die Chance, und du löst halt diese Chance aus, diesen zweiten Angriff aus, dass er für diesen zweiten Angriff theoretisch noch einen dritten Angriff und so weiter machen könnte. Wenn ja, dann wäre er absurd gut, weil er dann halt theoretisch unendlich oft angreifen kann. Und vor allen Dingen, hier steht's Enemy, nicht Minion. Das heißt, du kannst theoretisch den General angreifen. Immer und immer wieder. Wenn es denn so ist, ich habe die Karte nicht. Aber wenn, dann wäre das eine richtig gute Karte. In jedem Deck. Meta Shaper. Ist im Grunde genommen so. Für Artefakt-Decks, du zerstörst gegnerisches Artefakt und kriegst halt eins selbst. Gut für Artefakt-Decks und gut gegen Artefakt-Decks. Thunderhorn ist meiner Meinung nach sehr gut. Wenn der einen Gegner angreift, werden alle Verletzte, die miteinander verbunden sind. Es ist im Grunde genommen eine gebuffte Version von Frenzy. Statt halt alle, die um ihn herumstehen, ist es so, alle, die in einer Linie stehen oder andersweitig, selbst wenn sie schräg voneinander stehen, das habe ich schon selbst erfahren müssen, nehmen die Schaden. So, Ladycress ist, wie man es in der legendären Karte für 5 sind die Kosten nicht so gut, auch wenn es eine Ranged-Karte ist. Aber wenn der General angreift, kriegst du halt einen Cup. Das Cup habe ich hier noch nicht ge gesehen. Wo ist es denn? Sieht man hier leider nicht. Es gibt so eine neue Kreatur, die heißt Zapper Spine Cup. Das ist so eine Miniaturversion von Zapper Spine Tiger, eine der, sag ich mal, Core-Karten von Aggro-Decks, weil für 2 oder 3 Kosten kriegt man halt eine 3-2-Kreatur mit Rush. Und das ist die Karte in Aggro-Decks, weil es einfach ein so guter Finisher ist, dass jedes Aggro-Deck den nimmt. Ich kenne kein Aggro-Deck, das ihn nicht benutzt, aber es kann gut sein, dass er jetzt seltener vorkommen wird. Und
Und diese Cup ist ein Zebra Spine Cup, also eine Miniaturversion des Zebra Spine Tiger. Ich glaube, der hat auch Rush, aber ich bin mir nicht sicher. Aber es ist auf jeden Fall einfach eine Baby-Version mit weniger Stats. Ich glaube 2-1 oder 1-3 oder ja, ist auch egal. Das ist eine interessante Karte, weil jedes Mal, wenn eine Kreatur zerstört, wird die nicht zerstört, sondern kommt zurück auf die Hand. Man kann das beispielsweise nutzen, um halt die Hand des Gegners zu verstopfen. Das heißt, wenn er eine Karte nachziehen muss, dass er halt davon nicht profitiert, dass du dann Karten aus seinem Deck im Grunde genommen zerstören kannst, worauf ja manche Decks basieren. Das spricht Mölling. Aber abgesehen davon sehe ich nicht, wieso Bouncing so nützlich sein sollte. Außer du willst halt, dass der Gegner eine Karte nochmal spielt, weil du beispielsweise ein Sentinel spielst. Oder ein Sentinel mit Minion beispielsweise. Und du willst halt, dass er halt den Effekt wieder nutzt. Das wäre dann halt. Ich denke mal, dass. Also, auch wenn ich es gesagt habe, ich sehe den nicht so, aber mir ist gerade eingefallen, es ist eigentlich ein Counter gegen Dying Wish. Wenn der Gegner eine Karte hat mit Dying Wish, umgehst du das auf die Art. Und es gibt so durchaus sehr starke Karten mit Dying Wish und ich denke mal, dafür ist er schon gut. Aber es ist so eine zu spezifische Karte, als dass er wirklich halt Sinn macht. Ups. Theobul ist eine sehr interessante Karte für Replace-Decks, also Decks, die halt jede Karte, die halt darauf basieren, dass sie halt Karten auf ihrer Hand ersetzen. Er macht im Grunde genommen, dass alle Karten auf der Hand ersetzt werden. Das ist einerseits gut halt, wenn du eine Replace-Deck hast, aber selbst wenn du kein Replace-Kit hast, ist es eigentlich eine sehr gute Karte. Nicht so gut, aber es ist eine gute Karte, definitiv. Weil man dann halt im Grunde genommen die komplette Hand, wenn die Hand im Müll ist, ersetzen kann. Das ist ein kostenloser Handneuauffüller. Das ist immer gut. Das ist eine interessante Karte, weil es ein Arcanist ist, der aber verhindert, dass Zauber beschworen werden. Das ist interessant. Zauber, die weniger als 2 kosten, können nicht mehr beschworen werden. Als Arcanist, wo man so viele Zauber wie möglich beschwören will, sprich billige Zauber, sehe ich nicht ganz, wo der Sinn ist, weil es halt dich auch selbst beeinflusst. Das kann auch ein Konter gegen den Gegner sein, um zu verhindern, dass der Gegner halt die ganze Zeit Zauber spammt. Oder wenn man halt nur starke Endgame-Zauber benutzen will, dann ist es vielleicht auch gut. Keine Ahnung. Es macht halt Sinn gegen viele billige, um halt viele billige Removals zu stoppen, weil viele Removals sind, kosten halt nicht mehr als 2 Zauber. Spriggan ist eine interessante Karte, also Spriggan Keen sind neue Karten, zu denen auch dieser Cup gehört, meines Wissens. Also es sind so ganz kleine Kreaturen, es sind keine Battle Pets, aber es sind halt Token-Kreaturen, die halt irgendwie schwach sind. Und diese Token-Kreaturen profitieren meist auch davon, dass Spriggan auf dem Feld ist. Emberworm ist anscheinend eine gebuffte Version von Flamewing. Ich meine, es sieht ziemlich genau aus wie bei Flamewing auf Steroiden. Wenn ich jetzt mal gucke. Flame. Eigentlich den Flame Ref, der aussieht wie eine Baby-Version davon und das wahrscheinlich auch ist. Sondern Flame. Da. Hier steht es auch. Young Flamewing heißt der ja auch. Das sieht halt sehr ähnlich aus. Es ist nicht ganz gleich, wenn ich genau gucke. Aber der Flaming und der diese neue Karte. Dieser Emperor-Würm ist im Grunde genommen wahrscheinlich die erwachsene Version des Flamewings. Und das ist halt, wie ich gesagt habe, eine gebuffte Version letzten Endes. Und definitiv gut, weil eine Kreatur mit 10 und fliegend ist ein Finisher. Das ist letzten Endes ein Finisher. Um halt einen Gegner. Das ist fast die Hälfte
der HP des gegnerischen Generals, die man damit abziehen kann. Und wenn er halt seine Kreatur nicht so positioniert, dass du gleich an ihn rankommst, dann kannst du halt ihn endgültig besiegen. Das macht ihn halt sehr gut als Finisher. Und dadurch halt auch, sag ich mal, wertvoller an als Flame Wing. Flame Wing ist für, gerade für Neulinge, eine sehr gute Core-Karte, aber abgesehen davon nicht so gut. Dagona ist eine sehr interessante Karte. Er frisst im Grunde genommen einen Minion, egal welchen, und spuckt ihn halt erst aus, wenn er stirbt. Das kann man halt machen, um einen Minion zu retten. Ich muss da sehr an Lifestealer aus Dota denken, der halt auch mit dem Zepter Upgrade einen Verbündeten fressen kann, im Grunde, um ihn halt zu retten. Man kann es halt beispielsweise auch benutzen, um halt einen Gegner erstmal zu entfernen. Nicht für immer, aber halt für den Moment, bis der Gegner halt Dagona tötet. Und das Interessante ist, und in dem Falle ist der Dispel vielleicht sogar nützlich, also diese Karte von Magma. Wenn man nämlich den dispelt, kann er den Gegner nicht mehr ausspucken, den er verschluckt hat. Und das ist das Einzige, wo ich meine, dass die Karte auch Sinn macht für den Buff. Weil dann hast du nicht nur den halt verschluckt für immer. Dann hast du den also nicht nur ins Nirvana geschickt, sondern du hast den auch, du hast dann auch eine 10-10-Kreatur. Und es gibt kaum was, was mit einer 10-10-Kreatur mithalten kann. Wie auch immer, das waren halt die Karten. Jetzt habe ich sie halt doch alle irgendwie vorgestellt, oder fast alle, zumindest die wichtigsten Karten, die ich meine, die wichtigsten Karten. Ich zeige jetzt mal noch ganz kurz die Decks, es geht schon viel zu lange. Das sind momentan die Decks, die ich habe. Das eine ist ein Shadow Creep Deck, das ist im Grunde genommen das klassische Grandmaster, ach nicht Vatrax, sondern Variax, das heißt ja Grandmaster Variax Deck. Sprich, viel Shadow Creep erschaffen und dann Grandmaster Variax als Finisher und dann halt jedes Mal vier Fiends beschwören. Abgesehen davon klassischer Shadow Creep mit Choking Tendrils als neue Karte, um halt davon zu profitieren. Blood Siren habe ich reingetan, weil ich finde, die passt dann jetzt gut dazu. Und bauen Tormentor, um halt gegnerische Karten zu klauen. Und ansonsten halt alles sehr typisch. Und das ist momentan mein Lieblingsset, das Darish Rush Deck. Typisches Deck mit halt Dervishes, also sprich sehr viele Obelisk, um halt Wind Dervishes zu beschwören, aber halt auch Karten, die halt diese neue Funktion des Exhumings bla Sand für sich benutzen, um halt Iron Dervish zu benutzen. Das ist auch, ich denke, man sieht jetzt wahrscheinlich auch wieder Windstorm Obelisk zurück in die Meta kommen. Ich meine, er war nie eine beliebte Karte, weil die plus 1 HP sind komplett unnütz für die Wind Dervishes gewesen und es gab nicht so viele Dervishes, die davon profitiert haben von dem extra HP. Aber dadurch, dass man halt jetzt ständig Iron Dervishes mit 2-2 spammen kann, denke ich, dass Windstorm Obelisk jetzt tatsächlich wieder öfter benutzt wird, weil ein 2-2 Iron Dervish kann vom gegnerischen General in einem Schlag zerstört werden. Aber ein 2-3 nicht. Der muss dann zwei Schläge aufwenden. Und genau deswegen ist wahrscheinlich Windstorm Obelisk jetzt wieder eine Karte, die man öfter sehen wird. Auf jeden Fall habe ich sie schon mal ins Deck gepackt, weil es eine günstige Karte ist. Und weil sie dann halt mit Exhuming Sand was bringt. Ansonsten Doomcaster ist halt immer gut. Das ist einfach eine sehr, sehr gute Buff-Karte. Scions Force First Wish halt als Cycle-Karte, um halt sofort eine neue Karte zu ziehen für einen sehr guten Buff noch. Duskweaver ist eine der neuen Karten. Nee. Ist eine neue Karte, wo man halt einen zufälligen
Reflexion-Zauber auf die Hand kriegt, für zwei Kosten ist eine schlechte Karte an sich. Der profitiert nur, der ist halt nur gut von den Stats, wenn man halt die Obelisk hat, aber auch ein bisschen davon eine schlechte Karte. Aber man kriegt halt einen zufälligen Xion-Zauber, wenn er halt stirbt, und das macht ihn halt wiederum gut. Packs, logischerweise, ist immer gut, wenn man halt ein Dervish-Deck hat. Whisper of Descent, logischerweise mit den ganzen Obelisks, die ich hatte, bringt das sehr viel. Plus, es ist eine gute Finish-Karte, wenn man halt schon das Feld mit Obelisk dominiert hat, um noch halt diesen letzten einen Dervish zu beschwören, um den Gegner zu beenden. Und man kriegt halt auch eine Karte gezogen, also eine gute Cycle-Karte. Windslicer, logischerweise mit den ganzen Obelisk, die ich im Deck habe, will ich, dass sie günstig, so günstig wie möglich sind. Falchios kann ich theoretisch rausnehmen, obwohl er halt gut ist, um halt irgendwelche nervigen Kreaturen oder so zu zerstören, ohne selbst Schaden zu nehmen. Brauche ich aber theoretisch wahrscheinlich nicht. Wenn ich irgendwas anderes finde, was ich besser benutzen kann, würde ich was anderes rein tun, nehme ich an. In Oasis habe ich nur eine Karte davon, leider, aber die ist natürlich sehr gut, weil alles profitiert, auch die Obelisk. Das heißt, die Obelisk sind tankiger und können nicht so leicht zerstört werden, und man zieht eine Karte. Und die ganzen Dervishes, die ich beschworen habe, die sind dann irre tankig und sehr schwer zu killen. Was sie sehr nervig macht. Tropic Decay habe ich zwei Stück reingepackt, einfach als ja, halt als Removal-Zauber, falls der Gegner halt irgendwas beschwört, was halt mir gefährlich werden könnte. Definitiv sehr gut dafür, dass ich halt wirklich irgendwas habe, was den komplett zerstört. Brauche ich einfach. Ferragen, wie gesagt, dadurch, dass der halt für alle Tribes die versteckt, zählt das halt auch für die ganzen Dervishes, die ich beschwöre. Plus die Obelisks selbst auch, da die Structure-Types sind, kriegen die halt einen zusätzlichen AP, was sie halt nochmal tankiger macht. Sandrile Rider natürlich, um Exhuming Sand zu beschwören. Und Dominate wäre, um eventuell einen starken Gegner, eine starke Kreatur für mich selbst klar zu machen. Ich bin am überlegen, ich brauche noch irgendwas mit Exhuming Sands, aber ich habe nicht so viel, ehrlich gesagt. Und ich habe auch jetzt kein Spirit mehr. Um noch mehr. Ich glaube, ich könnte eigentlich Felchion. Nee, Felchios rausnehmen. Oh, jetzt habe ich den Fireblaze Obelisk rausgenommen. Und pack stattdessen halt Arid Unmaking rein, dass ich halt noch mehr Exhuming Sands krieg. Dann muss ich dafür halt eigene Kreaturen zerstören. Was aber egal ist, weil ich dann etwas habe, um halt neue Kreaturen zu beschwören. Und ich habe sowieso schon mehr als genug Kreaturen im Deck. Und dadurch, dass ich vollständig neue Kreaturen erschaffe, brauche ich das auch nicht so sehr. Corset, Etrurian. Den hatte ich vorhin raus. So. Und es ist jetzt, das Video geht jetzt schon viel zu lange, deswegen will ich jetzt auch kein Match mehr spielen. Ich wollte sowieso eher nur das Dings zeigen. Ich werde dann noch ein Video machen, wo ich dann halt meine Decks zeige, die ich gemacht habe. Und dann werde ich wahrscheinlich noch ein Spirit Orb kaufen, weil ich schon wieder fast für die bin. Dadurch, dass die halt komplett zufällig sind, so wie die Standard-Orbs und die Chimsa-Orbs, kosten die auch genauso viel. Und deswegen sind die halt sehr schnell zu, sag ich mal, zu erfarmen. Und deswegen habe ich auch schon einige dieser Karten zusammen. Plus, dadurch, dass halt Duelist von Bandai Namco aufgekauft worden ist, haben die dann im Zeichen dieses, sag ich mal, in Anführungszeichen Events, gab es halt ein Giveaway, wo man sehr viel Spirit gekriegt hat, wenn man sich zu einem gewissen Zeitpunkt eingeloggt hat.
Und dadurch, durch den ganzen Spirit habe ich halt auch die Karten, die ich unbedingt haben wollte von dem Unearthed Prophecy Set nachgekauft, also manuell gekauft, statt halt zu hoffen, dass ich die irgendwann vom Booster Pack kriege. Weil das Karten sind wie beispielsweise Shocking Tendrils, die einfach so gut sind, dass man die haben muss. Wie auch immer, das war's erstmal mit Duelist. Das nächste Video zeige ich dann, wie meine Decks funktionieren und wie gut ich bin. Ich kann gerade noch zeigen, bevor ich was mache, wo ich momentan bin. Ich bin jetzt, hier. Ich bin jetzt schon wieder Rang 16. Und ich glaube, bei Rang 10, genau, kriegt man ja jetzt kriegt man Gold. Und, ich bin das, weil ich momentan mehr Plants vs. Zombies als Plants vs. Zombies Heroes als irgendein anderes Kartenspiel spiele. Und Plants vs. Zombies ist es so, dass die Ränge nach oben gezählt werden, also von 1 zu maximal 50, statt halt so wie bei anderen Kartenspielen von 20 immer 1 nach oben. Bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, deswegen dachte ich, dass ich halt näher am Gold dran wäre, aber wenn ich es nicht so sehe, also Gold erreicht man ab Rang 10, deswegen habe ich erstmal Silber erreicht, aber ich bin jetzt schon wieder Rang 16. Ich habe sehr viele Matches gewonnen in der Zeit. Wie man hier sieht, 2 gewonnen, 1 verloren. Hier habe ich dann 5 gewonnen, 1 verloren davor. Hier habe ich 1 gewonnen. Hier noch 2, 1 verloren. Also, wie man sieht, habe ich sehr viel in der Reihe gewonnen. Und das letzte Mal habe ich vor 3 Monaten gespielt. Und das hier war das dazwischen, was ich alles gemacht habe. Ich wollte eigentlich zurück. Ja. Man sieht, mit diesen Abyssin und Vitruvian Decks habe ich sehr viel Erfolg zur Zeit. Aber das sind halt auch die niedrigen Ränge und da trifft man auch eher noch unerfahrene Spieler oder Spieler, die halt nicht so viel Geld investieren in das Spiel. Ich meine, ich habe bisher nur ein einziges Mal Gold erreicht in meiner gesamten Laufbahn von Duelist. Was so ein bisschen armselig ist. Das war irgendwann im Januar und dazwischen habe ich halt auch nochmal gespielt und dann nicht nochmal Gold erreicht. Weil ich hatte auch da zu dem Zeitpunkt sehr das Interesse an Duelist verloren. Ich habe im Juni beispielsweise gar nicht gespielt. Und jetzt erst im Juli wieder. Und so wie es aussieht, ist es sogar noch eins meiner Top-Spiele. Weil hier habe ich nur gerade, konnte ich mich gerade noch so überwinden, dass ich Silberrang habe. Und dann gar nicht mehr. Na, halt ein bisschen. Hier habe ich es anscheinend noch versucht, aber dann auch aufgehört. Hier, da habe ich es am allerstärksten versucht, da war ich auch am dichtesten dran. Nee, hier war ich am dichtesten dran mal. Und hier ist das einzige Mal, wo ich es geschafft habe, in Goldrang zu reichen. Nach 41 Siegen. Und dann habe ich aber auch, glaube ich, erstmal aufgehört, weil ich glaube, ich könnte diesmal mit den Decks auch wieder Goldrang erreichen. Das ist nicht so schwer. Mit den Decks. Wie auch immer. Nächstes Mal zeige ich dann, wie die Decks funktionieren in der Praxis und warum ich denke, dass die Decks ganz gut sind. Gerade auch mit der, wie sich das Ganze entwickelt hat. In den oberen Ligen, logischerweise, wird das sich nicht durchsetzen, weil dort die Spieler dann halt die ganzen seltenen und legendären Karten von dem neuen Set haben, aber in den unteren Silber und wahrscheinlich auch noch im Goldbereich teilweise, dürfte ich damit noch eine ganze Weile gut fahren. Also, bis zum nächsten Mal dann.